In diesem Level werden wir jetzt zwei weiße Edelsteine einsammeln. In diesem Level waren wir ja schon mal und haben einen lila Kristall eingesammelt. Jetzt werden wir zwei weiße Edelsteine einsammeln. Im letzten Video, oder besser gesagt im letzten Level, haben wir den lila Edelstein eingesammelt. Und jetzt können wir mit diesem farbigen lila Edelstein hier weitermachen in diesem Level. Ja, das ist Level 10. Also ein bisschen Backtracking. Und jetzt können wir dieses geile Level hier abschließen. Ist ein langes Level. Von der Schwierigkeit. Na, sagen wir mal Mittel. Mittel. Aber die Länge macht's aus. Sagen wir es mal so. So, hier mal erschienen das Bonus-Level. Hier schön alles kaputt machen. Ja, pass auf, dass dich das Dynamit nicht trifft. So, hier wichtig, die untere Kiste kaputt machen, dann die obere aufs Dynamit drauf springen und dann nach oben, damit du alle Kisten bekommst. Ja, und somit hast du das Bonus-Level abgeschlossen. Und jetzt geht's nach vorne. Und schon fast 70 Leben, das ist komplett verrückt. So, Schalter aktivieren. Dann geht's hier bei den Affen vorbei. Über die Blöcke rüberspringen. Dann denk dran, nicht ins Licht treten. Am besten, so wie du es hier siehst, rutschen und drüber springen. So, hier warten, bis die aufgehen, die Türen. Und jetzt können wir links lang. Und hier siehst du, hier ist der lilane Edelstein abgebildet. Und dadurch, dass wir den im letzten Level eingesammelt haben, können wir jetzt halt hier diesen Pfad wählen, den linken Pfad, wo wir den lila Kristall eingesammelt haben. Da sind wir rechts gelaufen. So, dann hier wegboxen. Schon wieder ein Level up. Das ist ein Leben, meine ich. Das ist komplett verrückt. Wie leicht man hier Leben bekommt. Also, schon erstaunlich. Also dann hier den Schalter activaten. Hier Vorsicht vor den... Hey, what the fuck? Hier Vorsicht vor den Speeren. So. Schalter aktivieren. Dann haben wir jetzt unseren ersten weißen Edelstein. Hier alles aktivieren. Ja, und jetzt geht's zurück. Wer Crash 2 gespielt hat, kennt diese Scheiße. Dass man erstmal komplett nach vorne laufen muss, dann musst du dann zurücklaufen, da was aktivieren, dann wieder nach vorne. Ja, ist ein bisschen Backtracking. Ein bisschen, ja, dauert halt. Also dadurch sind ja die, sagen wir mal, Levels dadurch länger. Also weil du musst ja dann zurücklaufen, dann wieder vorlaufen und so weiter. Und ja, wir müssen hier zurücklaufen und jetzt den rechten Pfad folgen. So, jetzt geht's weiter. Die zwei Kisten hier mitnehmen. Also du merkst von der Schwierigkeit, das geht noch. Also ist jetzt noch nichts Krasses, aber ein bisschen schwieriger, deutlich länger. Dadurch, dass wir halt zurücklaufen müssen. So, Schalter aktivieren. Rüberspringen. So, hier schön vorsichtig. Ein weiteres Leben. Das ist echt... Das ist crazy. So, hier siehst du, hier sind oben zwei Kisten. Die holst du im Endeffekt... Dadurch, dass du ja auf den Block hier springst, Doppelsprung. Ne, sogar du kannst Doppelsprung machen. Das reicht aus. Hier vorsichtig, der hätte uns hier fast erschlagen. Also du bist nicht gezwungen, auf den Block zu springen. Also einfach Doppelsprung. Und dann kannst du ja die Kiste mitnehmen. Ja, jetzt nur noch hier rüber und dann hast du das Level geschafft. Dann kommen noch zwei weitere Levels und dann haben wir schon den nächsten Boss. Ja,
Ich wünsche dir viel Erfolg, halt durch, schlägst dich richtig gut, abonniere den Kanal und wir sehen uns zum nächsten Level.